Ja, Rana, bittere Niederlage hier. Am Anfang sah es ganz gut aus, da habt ihr Druck gemacht, aber dann sah es so aus, als ob euch die Kraft gefehlt hat. Nö, ich denke mal, die Kraft hat uns nicht gefehlt. Wir haben wirklich einfach zu viel Raum gegeben. Gerade zweite Halbzeit, erste Halbzeit, fand ich, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Wenn ich das 2-0 mache, dann sieht das hier ganz anders aus. Ja, wie gesagt, zweite Halbzeit haben wir dann den Vicky zu viel Raum gegeben, sind nicht nach vorne richtig geschoben, haben dann auch nicht die Bälle richtig festgemacht und dementsprechend sind dann die Räume da und Vicky ist einfach auch eine spielerisch gute Mannschaft und hat das dann natürlich gut gemacht. Du hast es angesprochen, ihr habt eure Chancen nicht genutzt. Inwiefern ist der Mann dann auch an sich selber gescheitert? Ja, ist natürlich immer ärgerlich sozusagen. Wir hatten ja in der ersten Halbzeit natürlich meine Chance und in der zweiten Halbzeit hatten wir noch ein, zwei Chancen. Wenn du die natürlich machst, dann sieht es ja anders aus. Wenn nach dem 1-1, glaube ich, hatte Nadler eine Chance gehabt. Wenn der den macht, steht es mal wieder 2-1. Ich glaube nicht, dass Vicky dann nochmal zurückkommt. Und ja, im Endeffekt, aber müssen wir ganz offen und ehrlich sagen, Paczynski hat seine Klasse bewiesen und hatten, denke ich mal, jetzt auch nach 19 Minuten verdient gewonnen. Als Manager und Spieler musst du ja mittlerweile denken, wie schmerzhaft ist diese Niederlage, auch wenn man an das Geld denkt? Ja, natürlich sehr schmerzhaft. Ne? Das tut natürlich, so einen kleinen Verein wie wir das sind, tut das natürlich weh. Aber wir sind natürlich auch froh, das darf man natürlich auch nicht sagen, dass wir überhaupt ins Finale eingezogen sind. Und das ist ja auch wieder mal ein Kompliment an die Mannschaft. Denn, ne? Und deswegen denke ich mal, sollten wir jetzt nicht alles negativ sehen, sondern einfach mal sagen, ey, wir standen im Finale. Ich danke dir.